So, heute ein paar kleine Tipps zur Avocado. Ihr könnt beim Kauf drauf achten, manchmal sind so kleine Sticker drauf, wo Ready to Eat draufsteht. Das heißt, wie diese hier, dass sie schön weich ist und schon essbar. Die hier ist noch komplett hart. Was da hilft, ist zum Beispiel, wenn man sie in Alufolie einpackt und ein paar Tage noch stehen lässt. Oder wenn ihr sie in eine kleine Tüte packt mit ein paar reifen Tomaten, dann reift die quasi auch relativ schnell nach. Jetzt zeige ich euch noch, wie man den Kern richtig schnell rausbekommt. Und zwar einfach einmal halbieren. Dann das Ganze aufdrehen. Weil jetzt richtig schön weich ist, wie man sieht, kommt mir der Kern schon entgegen und dann fahrt er einfach mit dem Löffel unten rein und schon habt ihr den Kern draußen, ohne eine Mordsauerei zu haben. Das Fruchtfleisch kriege ich dann auch mit dem Löffel richtig schön raus, indem ich es einfach unten reinfahre und alles auskratze. So habe ich richtig schnell die komplette Avocado quasi zerlegt. Jetzt könnt ihr das Ganze entweder fein schneiden in Würfel oder einfach mit einer Gabel zermanschen, ein bisschen anmachen mit Salz, Zucker, Zitrone und ein bisschen Olivenöl und dann habt ihr eine super selbstgemachte Guacamole.